Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Nachdem die letzte Folge derart gut angekommen ist, habe ich mich entschlossen, dieses Format, so wie ich es jetzt ausprobiert habe, fortzuführen und habe die Kommentare unter dem Video und natürlich auch die Kommentare unter dem Beitrag auf der House of Cards Infoseite, die ich übrigens in der Videobeschreibung verlinkt habe, ausgewertet. Und deswegen gibt es heute die Exodia, die wurde hier am allermeisten gewünscht. Und bevor wir mit den Karten selber anfangen, gibt es wie immer erstmal ein paar allgemeine Informationen. Die Exodia wurde zum Beispiel zensiert, was den Hintergrund angeht und eben die oder den Anhänger. Das sehen wir dann später allerdings noch selber. Das wird sich dann von selbst erklären. Sie gehört zu den bekanntesten Karten überhaupt. Ja, meiner Meinung nach ist sie auch um einiges bekannter als der Blue Eyes White Dragon. Die Exodia kennt eigentlich jeder und die Karte verfügt über einen absolut einzigartigen Effekt, den man ja vielleicht in leicht abgewandelter Form bei diesen Matchwinner-Karten wie zum Beispiel Siegesdrache, Testament of the Kane Lords und so weiter findet. Und die Karte ist, soweit ich weiß, seit ihrem Erscheinen limitiert. Das bedeutet, ihr dürft sie nur ein einziges Mal im Deck haben. Die Karte erschien, was die TCG-Sets angeht, in den Legendary Decks 2, in der Duelist League 11, in der Premium Gold 2, in der Legend of Blue Eyes, in der Master Collection 1, in der Legendary Collection Yugi's World und natürlich in DDS. Die japanischen Sets, in denen die rausgekommen ist, waren zusätzlich zu den eben schon erwähnten noch MB01, das war ein Starter-Deck oder ein Structure-Deck, dann noch PG-65 und das Kürzel 307-057, was auch immer das für Sets sein sollen oder darstellen sollen. Jetzt fangen wir erst einmal mit den Karten selber an und beginnen tun wir natürlich mit der hier. Das ist die Common-Variante aus den Legendary Decks 2 mit einem Wert von ungefähr 75 Cent. Zeigen werde ich übrigens nur die Köpfe, nicht die Teile. Ich habe die Teile auch, aber es wäre absolut unnötig, die zu zeigen. Wir haben ja auch die Köpfe hier und die Teile unterscheiden sich ja bis auf die Retro-Pack Exodia eigentlich nie von den Köpfen wirklich. Und ja, der Common-Print an sich war eigentlich meiner Meinung nach, weiß nicht, ein bisschen unnötig. Er hat natürlich die High-Rare-Varianten ein bisschen entwertet. Hat auf der anderen Seite die Exodia allerdings auch für jeden auch jüngeren Spieler, der vielleicht erst Taschengeld bekommt oder so, erschwinglich gemacht. Die komplette Exodia in Common, wie gesagt, hier 75 Cent. Was für ein stolzer Preis. Weiter geht's mit der Exodia aus der Duelist League 11. Ja, die Karte ist im Prinzip auch Common gedruckt. Der einzige Unterschied ist, dass sie eben eine Rare-Prägung hat. Das heißt, die Schrift ist gestanzt, wie bei einer ganz normalen Rare und dann eben noch eingefärbt. In unterschiedlichsten Farben. Ich habe hier die grüne, die rote und die blaue. Was die Teile angeht, muss ich sagen, habe ich allerdings nur die blaue. Es gibt auch noch lila, soweit ich weiß. Die habe ich nicht. Und der Wert der Exodia aus der Duelist League 11, der kompletten Exodia, beträgt in etwa ja, 17 Euro. Weiter geht's mit einer ja, beinahe schon ausgelutschten Variante, wenn man so möchte. Das ist hier die goldene aus ja, der Premium Gold 2. Ja, das war wohl die gesuchteste Karte aus dem Set nebst 3 Geki. Also weiß noch, wie sich die Leute mal gefreut haben, wenn sie mal eine von denen gezogen haben. Ist auf jeden Fall eine mega coole Sache. Ich habe den Kopf jetzt hier 4-mal und die komplette Exodia insgesamt 2-mal, also insgesamt 8 einzelne Teile. Der Wert einer Goldrare Exodia, einer kompletten Goldrare Exodia, liegt bei ungefähr 6 Euro. Laut TCGs, also auch um einiges gefallen. Die Karte war früher doch mal um einiges teurer. Als nächstes haben wir eine japanische Variante, nämlich die aus MB01, die ich ja schon beim Punkto Ashai erschienen in erwähnt habe. Das war ein Deck, da kamen auch die Götter in Gold Millennium Rare vor. Ich habe jetzt hier leider keine Stehlampe neben dran, die ist mir gestern verreckt. Ich muss erst eine neue kaufen, deswegen muss ich die Karte hier mal ein bisschen rausholen, um eventuell den Effekt des Millennium Rares einfangen zu können. Das will allerdings, glaube ich, nicht so wirklich funktionieren. Aber das stört ja nicht. Ihr wisst ja, wie Millennium Rare aussieht. Ihr habt es ja gesehen im letzten Video. Da habe ich euch ja ein Millennium Rare Blue Eyes gezeigt. Na, gehst du rüber. Der Wert der Exodia aus MB01 beträgt in etwa 8 Euro. Jetzt kommen wir zu den Ultra-Rare-Varianten. Zuerst einmal haben wir hier 2 Stück aus Dark Beginning. Das war im Prinzip auch ein Reprint-Set, aber ein sehr schönes Reprint-Set. Beide natürlich deutsch. Sowas wie eine Erstauflage gibt es hier nicht. Der Wert einer Exodia aus Dark Beginning beträgt in etwa 9 Euro. Ist also auch noch ja,
kann man sich auch noch leisten, sage ich mal. Weiter geht's mit einer anderen Ultra-Rare-Variante und wer hätte es gedacht, das ist natürlich das klassische Original, die Exodia aus LOB. Wir haben jetzt hier eine deutsche Variante, unlimitiert, die müsste so bei ungefähr, ich würde mal sagen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ich habe die englische nachgeguckt, die ich habe, aber ich schätze mal, die deutsche unlimitiert wird so zwischen 7 und 10 Euro liegen, vielleicht auch 19, aber mehr wird die nicht kosten. Aber wir haben ja noch mehr, wir haben nämlich noch die Exodia aus LOB zweimal in First, auch die kompletten Teile dazu zweimal in First, Englisch. Und die komplette Exodia English First geht in etwa 305 Euro. Die waren mal in der Sammlung dabei, ich weiß nicht mehr von wem ich die hatte, aber es hat mich mega gefreut, dass die in First dabei waren. Deutsch hätte mich natürlich noch mehr gefreut, aber das wäre ja beinahe schon unbezahlbar. Ich glaube, Deutsch geht sie noch mehr, da müsste sie dann irgendwas mit 400 oder 500 Euro gehen. Und freut mich aber schon, dass ich diese englischen Varianten hier habe. Weiter geht's mit einer japanischen Variante, die, ja, die Seltenheit an sich gibt's auch bei uns in Deutschland, aber ich glaube, die Exodia gibt's in dieser Variante nicht in Deutschland. Das ist eine Ultra Parallel Rare. Der Parallel-Effekt ist aufgrund des geringen Lichteinfalls, ich habe hier nämlich gerade nur Naturlicht und es ist bewölkt draußen, eben sehr gering, also man kann den Effekt jetzt nicht wirklich sehen, aber jeder weiß, glaube ich, was Parallel Rare ist. Ich habe hier drei Köpfe von der Karte und ein Kopf in Parallel Rare, übrigens aus dem Set DL2, geht in etwa 8 Euro. Weiter geht's mit den Secret Rare Varianten. Da habe ich einiges da, die gibt es nämlich aus ganz schön vielen Sets. Ich habe sie hier einmal aus der Master Collection. In der Master Collection gibt es übrigens nur den Kopf, ja, da gibt es keine Teile. Ein Kopf aus der Master Collection geht in etwa 3,50 Euro, ist also auch erschwinglich. Und für jeden, der mal eine Secret Rare Exodia haben wollte, aber sich einfach die aus der Legendary Collection oder so nicht leisten kann, für den ist das natürlich eine äußerst gute Alternative. Dann haben wir natürlich die Exodia aus der Legendary Collection, wie eben schon erwähnt. Die haben wir zweimal, also einmal die komplette und einmal noch einen einzelnen Kopf. Richtig, richtig nice. Geht in etwa alles in allem die komplette 53 Euro mit den Teilen. Ist komplett auf Deutsch und natürlich First, da es in Deutsch nie einen Reprint gab. Das hier ist jetzt eine relativ seltene und auch unsere neueste Variante. Die hier kommt aus DDS. Ist einfach ein richtig geiles Teil in Prismatic Secret Rare und ihr Wert beträgt in etwa 80 Euro in Mint Englisch und auch hier gibt es halt keine Teile dazu, ne? Es gibt halt nur den DDS-Kopf. Das komplette Set bestand ja, glaube ich, damals bei DDS aus dem Magier, aus dem Blue-Eyes, aus der Exodia und aus diesem Seiyariu, wobei der Seiyariu oder wie der heißt, ich weiß nicht, wie den ausspricht, nichts wert sein soll. Habe ich jetzt aber auch nicht nachgesehen. Und zu guter Letzt, bei den Secret Rares haben wir hier eine richtig seltene Variante aus Japan. Auch hier sehen wir natürlich wieder das unzensierte Artwork. Das ist die Secret Rare, also Prismatic Secret Rare aus Japan. Die komplette Exodia, versteht sich, geht normalerweise oder wird normalerweise für um die 200 Euro gehandelt. Zumindest ging das damals in etwa so viel, als ich sie gekauft hatte. Ich persönlich habe damals ein richtig gutes Schnäppchen gemacht. Mein damaliger Händler Arnie hat diese Karte in sehr günstigen Konditionen bekommen. Ich habe insgesamt nur 70 Euro für bezahlt, aber so quasi 130 gespart. Und zu guter Letzt haben wir noch einen einzigen Kopf, der allerdings vielen Erstaunen versetzen sollte, da viele nicht wissen, dass dieser Kopf in der Seltenheit existiert. Das ist in Ultimate Rare aus dem 307-057er Set. Man sieht eigentlich selten, dass ein Set nur aus Nummern besteht. Ich hole den Kopf mal raus. Vielleicht kann man den Effekt ohne die Folie noch ein bisschen besser sehen. Ist auf jeden Fall eine extrem schöne Karte. Und es freut mich auch, dass wir die in der Sammlung haben. Da haben wir leider nur eine einzige. Damals hielt ich es nicht für nötig, mir noch mehrere zu besorgen, obwohl ich hätte können. Der Wert einer Exodia aus 307-057 beträgt in etwa 20 Euro und sollte von dem her auch erschwinglich sein, sag ich mal.
Ja, das waren meine Exodien, die ich hier habe. Ich muss noch korrigieren, dass es noch eine andere Exodia in Secret Rare, glaube ich, gab, oder war es Ultra, die in einem anderen Set erschienen ist. Ich habe das Kürzel jetzt nicht mehr im Kopf, die soll aber auch relativ teuer sein, die habe ich hier tatsächlich vergessen. Da ich in meinem Leichtsinn leider nur die aufgeschrieben habe, die ich auch tatsächlich hier habe und nicht die, die es auch wirklich gibt. Es gibt ja natürlich noch Exodias in anderen Sets, die ich vielleicht so nicht hier habe. Das ist noch ein Anfangsfehler, den muss ich noch korrigieren, da muss ich noch ein bisschen konzentrierter arbeiten. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr könnt wie immer in die Kommentare unten reinschreiben, welche Karte ihr als nächstes sehen wollt. Und es ist wie immer so, die Karte, die am meisten gewünscht wird, die sehen wir dann, sofern ich sie denn schon in Toploadern verpackt habe oder überhaupt habe, nächste Woche Samstag in einer neuen Folge House of Cards Sammelkartencheck. Und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Und haltet die Ohren steif.